Guten Tag, liebe im Leben TV-Zuschauer. Wir sind heute in Düsseldorf mit unserem Gast Anas Alkoran. Anas, willkommen bei im Leben TV. Danke. Liebe Anas, kannst du dich dem Zuschauer erstmal vorstellen? Ja, hi, mein Name ist Anas Alkoran. Ich bin 17 Jahre alt und bin auf Listenplatz 42 der Landesliste NRW für die Bundestagswahlen und bin der jüngste deutsche Bundestagskandidat. Liebe Anas, warum bist du genau bei den Grünen? Also ich bin bei den Grünen, weil ich einfach gemerkt habe, dass ich bei den Grünen gehört werde, dass ich dort wirklich eine Chance habe. Ich meine, ich bin 17 und stehe jetzt schon auf einer Liste für den Bundestag. Und ich habe einfach das Gefühl, dass ich, nicht nur das Gefühl, ich bin mir sicher, dass ich meine Themen bei den Grünen einfach vernünftig umsetzen kann und dass es da wirklich Leute gibt, die mir zuhören, die mich unterstützen, um halt wirklich meine Themen voranzubringen. Sehr gut. Anas, was sind genau deine Bereiche oder welche Schwerpunkte behandelst du bei den Grünen? Was sind deine Lieblingsbereiche oder Themen, wo du aktiv bist bei den Grünen? Also meine Themen sind Inklusion und Barrierefreiheit. Ich möchte einfach, dass jeder Mensch in Deutschland so leben kann, wie er will, ohne Barrieren, dass jeder Mensch wirklich Zugang zu allem hat. Und ja. Genau. Für mich, Anas, als Pädagoge, ist es für mich solche Themen wie Integration und Rassismus sehr wichtig. Kannst du uns vielleicht ein paar Informationen, wie kann man sich besser in Deutschland integrieren und ob du schon mal Rassismus Erfahrung erlebt hast und wie kann man Rassismus in Deutschland bekämpfen? Also ich glaube, wie man Rassismus bekämpft, ist so eine Frage, die halt sehr schwer ist zu beantworten, weil ich glaube, das fängt bei jedem selbst an. Also ich glaube, wir müssen selber alle auf uns gucken, schauen, okay, was für Privilegien haben wir, was haben wir, was die anderen Menschen nicht haben und wodurch entsteht Rassismus eigentlich, weil im Grunde genommen sind alle Menschen gleich und es gibt keinen Grund für Ausgrenzung, für Diskriminierung etc. Und ja. Sehr schön, danke Anas für die Antworten. Und dann kommt genau die vorletzte Frage. Es sind auch ganz viele bestimmte Jugendliche oder Migranten, die sich auch in Politik oder im sozialen Leben engagieren. Was für Tipps und Ratschläge würdest du diesen Jugendlichen raten, also die sich auch gerne vielleicht bei den Grünen oder egal welche Partei engagieren möchten? Also ich glaube, das Wichtigste ist halt niederschwellige Zugänge oder niederschwellige Angebote, weil Jugendliche oder Menschen mit einem Migrationshintergrund, für die ist es meistens schwer, überhaupt den ersten Schritt zu gehen. Und deswegen ist es sehr wichtig, niederschwellige Angebote zu machen, um Menschen halt die Möglichkeit zu geben, einfach in eine Partei einzutreten oder sich zu engagieren oder sonst was. Und genau deswegen sind Jugendgremien, Freizeiteinrichtungen, Arbeitsgemeinschaften oder Vereine sehr wichtig, wo man sich wirklich engagieren kann und gemeinsam für ein Ziel kämpfen kann. Was hat dich motiviert, dich bei den Bundestagswahlen zu kandidieren? Also im Grundgesetz steht, die Abgeordneten des Bundestages sind VertreterInnen des ganzen Volkes. Und wenn wir uns die jetzige Bundestagsfraktion anschauen oder den jetzigen Bundestag, dann sieht man halt, dass es halt, dass nicht alle Menschen abgebildet werden. Beispielsweise gibt es bei der CDU, CSU mehr Männer, die über 50 sind und Jura studiert haben, als Menschen mit einer Einschränkung, obwohl Menschen mit einer Einschränkung 10% der Bevölkerung abbilden. Und ich fühle mich persönlich vom jetzigen Bundestag einfach nicht vertreten und ich möchte halt denjenigen im Bundestag eine Stimme geben, die bisher einfach noch nicht gehört worden sind oder die vergessen worden sind. Und aus diesem Grund kandidiere ich für den Bundestag. Welche Feedback hast du über diese Plattform im Leben TV? Also ich finde die Plattform ganz gut, weil es halt sehr multikulturell ist und wirklich ganz viele verschiedene Menschen aus ganz vielen verschiedenen Regionen hier gemeinsam zusammenkommen und über verschiedene Themen und verschiedene Perspektiven sprechen können. Danke schön, liebe Anas. Wir als im Leben TV Team wünschen wir dir weiterhin viel Erfolg und frohes Schaffen und danke schön für das Interview. Gerne. Ich danke euch. Danke.